Hallo Leute, so die zweite Runde von dem Thermaltake Unboxing geht weiter. Wir haben hier die Water 2 Performer, eine Wasserkühlung für die CPU. Auf der Box haben wir schon so ein paar Sachen. Ich finde das sehr stylisch gemacht, auch schön mit dem Wasser hier. Man sieht sofort halt auch, dass es für den LGA 2011 Sockel von Intel gedacht ist. Wir haben auf der Seite hier viele technische Daten. Unter anderem halt, dass hier ein Motor verbaut ist, der bis zu 2800 Umdrehungen pro Minute macht, 12 Volt, 220 mA. Die Dimension des Ganzen ist 120x120x25. Das geht aber, glaube ich, eher um diesen Radiator hinter, das zeige ich euch gleich. Hier steht es vorne, Fan, Entschuldigung, da steht Fan, also das geht hier um die Lüfter, es sind zwei Stück hier drin. Diese machen 1200 bis 2000 Umdrehungen. Neues Level haben wir laut Thermaltake hier 27,36 Dezibel, auch ebenfalls 12 Volt, das Ganze mit 0,5 Ampere. Maximale Airflow ist 81,32. Wie war das nochmal auf Englisch? Ich weiß es nicht. Mal, wir sagen halt, Kubik müsste man theoretisch noch umrechnen. Deswegen lassen wir das mal eben im Raum stehen. Wir haben einen 4-Pin-Konnektor, also einen PWM-Lüfter. Die Dimension des Radiators steht hier. 151 x 120 x 27, das ganze Material ist aus Alu. Tube, das sind halt die Schläuche, die hier direkt verbaut sind. Die haben eine Länge von 326 mm, das Material ist halt Gummi. Das Ganze wiegt 815 Gramm, Entschuldigung, 815. Und auf der Rückseite haben wir auch noch ein paar Infos, Features und so weiter. Was ich auch sehr schön finde, hier sind wirklich auch wieder sämtliche Sockel unterstützt, sei es AMD, sei es Intel, wir haben hier unten alles stehen, wir haben den LGA 2011, wir haben den 1366, wir haben den 1156, 1155 und den 775er von Intel, von AMD FM1, AM3 Plus, AM3, AM2 Plus und nochmal AM2. Also ich muss ehrlich sagen, auch der Wahnsinn, wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an, also ich werde das Ganze jetzt mal aufmachen. Ich sehe schon, das muss man wohl so herausziehen. Sehr schön. Einmal so eine Folie noch darüber. Das stellen wir mal eben an die Seite. So, als erstes sehe ich direkt das Handbuch. Das ist sehr schön gemacht. Ich sehe, wir haben auch viele verschiedene Sprachen. Deutsch ebenfalls mit dabei. Könnt ihr mal kurz gucken. Auch nochmal eine Teileliste alles. Und ich denke mal, gut, Handbuch. Eigentlich normal. Dann schauen wir mal, was haben wir hier. Hier haben wir einen von den Lüftern. Wie gesagt, 4-Pin, also PWM-Lüfter. Sehen eigentlich auch sehr schick aus, schwarz-weiß. Sind auch relativ leise, wenn man sie jetzt so dreht. Ich habe schon mal Lüfter, die klackern so ein bisschen. Sind aber mehr so Billig-Lüfter. Hier haben wir nochmal Garantie. Dann haben wir hier nochmal etwas gepackt. Hier ist der zweite Lüfter, können wir auch mal eben rausnehmen. Das wäre also der zweite Lüfter. Wie gesagt, man kann zwei hier dran montieren. Je nachdem, wenn man jetzt nicht unbedingt übertaktet, denke ich mal, reicht sogar einer. Und was haben wir dann hier? Oh, hier nehmen wir mal kurz rein. Also wie wir sehen, hier sind wirklich schon auch sehr viele Materialien, sehr viele Schrauben, sehr viele Halterungen und ein Y-Kabel ist ebenfalls dabei. Das hier alles aus Kunststoff, aber dennoch sehr stabil. Ich dachte, dass jetzt eigentlich, da das hier relativ dünn ist, dass es doch etwas instabiler ist, aber es ist eigentlich sehr gut. Ich würde sagen, das packen wir erstmal wieder weg. Das werde ich euch später in einem schriftlichen Review zeigen. Wird dann auch wieder unten in der Videobeschreibung drin stehen. Auch die, beziehungsweise der Link zu dem Produkt von Thermaltake werde ich direkt unten in die Videobeschreibung reinlegen. Und dann kommen wir mal zu dem Wasserkühler. Also wir sehen hier schon ein Kabel. Das Kabel ist wohl dazu auf jeden Fall für diesen kleinen Motor. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht. Man sieht hier unten halt eine kleine Platine, sag ich mal, und da wird wohl wahrscheinlich der Motor drauf sein. Ob ich das Ding jetzt auseinanderschrauben werde, weiß ich noch nicht, weil ich denke, es wird problematisch. Das Ganze ist eigentlich wartungsfrei gemacht. Das heißt, hier ist die Kühlflüssigkeit schon drin. Ihr braucht eigentlich gar nichts machen, außer wirklich zu installieren in eurem Rechner und fertig. Ich nehme jetzt mal eben diesen Deckel hier ab. Zack. Und dann sehen wir auch, wir haben hier direkt schon die Wärmeleitpaste mit aufgetragen. Das Ganze hier unten ist Kupfer. Ja, das ist eine Kupferplatte, eine kleine.
sehr viele Schrauben auch, also das scheint sehr sicher zu sein. Ich werde den Deckel wieder drauf machen. Wir wollen das ja schließlich testen. Hier drunter verbirgt sich jetzt halt der Radiator. Ebenfalls sehr gut verarbeitet, muss ich sagen. Das ist jetzt hier Alu. Erinnert so ein bisschen an Kühlschrank, würde ich sagen. Aber das ist eigentlich normal, so sieht ein Radiator aus. Und wie gesagt, hier könnt ihr dann hinterher die Lüfter mit verbauen. Das Coole ist, da ihr hier auf beiden Seiten von den Lüftern diese Löcher habt, könnt ihr auch wirklich von beiden Seiten schrauben. Und ich denke mal, so wird das auch bei dem Case gemacht. Wie das genau gemacht wird, werde ich hinterher selber sehen. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Und dazu wird, wie gesagt, in dem Review alles dann schriftlich niedergelegt. Oder beziehungsweise ich mache auch wieder viele Bilder. Ich denke, ihr werdet euch eher am meisten freuen. Ja, ich würde sagen, das war die Water 2.0 Performer. Und ja, vielen Dank nochmal an Thermaltake. Und Jungs, Mädels, toi toi toi. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht's gut, ciao.